Blamieren oder kassieren? Und herzlich willkommen, Corinna. Dankeschön. Das sind die Fragen. Ah, schnell. Ausziehen, umziehen. Oh, Dankeschön. Vielen herzlichen Dank. Ja. Der Kordanzug, er sitzt. Also, das Spiel ist ganz einfach. Ich stelle euch eine Frage. Wenn ihr meint, die Frage beantworten zu können, haut ihr auf den Buzzer drauf. Habt dann 5 Sekunden Zeit, eine Antwort zu geben. Ist die Antwort richtig, bekommt man einen Punkt. Ist die Antwort falsch, bekommt der Gegner einen Punkt. Wer nach 13 Fragen mehr Punkte hat, gewinnt. Ansonsten spielen wir dann bei Gleichstand eine Schätzfrage. Ihr seid startklar, Hand auf den Buzzer. Es geht los. Frage Nummer 1. Heute ist bekanntlich Tanz in den Mai. Es ist aber auch die Nacht, in der die Hexen auf dem Blocksberg feiern. Wie wird diese Walpurgisnacht. Heidnische Nacht auch genannt Walpurgisnacht. Zweite Frage. Russland hat seine Gaslieferung an 2 europäische Staaten eingestellt, da diese sich weigern, das Gas in Rubel zu bezahlen. Von dem Gasstopp betroffen sind die Länder Polen und Finnland. Frederik, Finnland ist falsch. Bulgarien ist es, somit Punkt für Martin. 1:1. Letzte Woche tummelten sich wieder Stars, Sternchen und die gesamte Influencerei Coachella Festival. Auf dem Coachella Festival. Nee, noch nicht. Scheiße. Das war nicht die Frage. Die Frage wäre gewesen, also der Punkt geht so eh schon an Mann, der kann aber leider nicht die Frage noch ausnutzen. In welchem Bundesstaat befindet sich das Coachella Festival? Kalifornien hätten wir gesucht. Punkt für Martin, 2:1. Frage Nummer 4. Toni Kroos steht aktuell mit Real Madrid im Halbfinale der Champions League und könnte zum insgesamt 5. Mal in der Königsklasse triumphieren. 3-mal hat er die Champions League bisher mit Real Madrid gewonnen und einmal 2013 als Spieler von Bayern München. Bayern München, richtig. Aber beide gewusst, war nur ein Tick schneller, sehr gut. 3:1, nächste Frage. Der neue Batman ist nicht nur verdammt düster, sondern auch verdammt lang. Fast 3 Stunden dauert der Film. Da braucht es schon einen sehr großen Eimer Popcorn. Wer spielt in dem aktuellen Film den Fledermaus-Superhelden? Wer spielt Batman? Beide trinken, oh nö, das weiß ich nicht. Okay, dann schließe ich relativ schnell die Frage. Es ist Robert Pattinson. Ja, auf jeden Fall. Stimmt. Das ist der Vampir, stimmt's? Ja, genau. Rüdiger, der kleine Vampir. Rüdiger, der kleine, ja. Räudiger. Das kenne ich sogar auch. Räudiger, der geile kleine Vampir. Das wäre ein guter Name für einen, egal. Ja. Frage 6, bleibt bei 3:1. Bijan Dzirsaray ist zum neuen Generalsekretär seiner Partei gewählt worden. Er löst damit Volker Wissing auf diesem Posten ab. Welcher Partei gehört er an? Bijan Dzirsaray. Vorgänger war Volker Wissing. Kleiner Tipp noch von mir, Hände an den Buzzer. Der Vorsitzende der Partei ist der aktuelle Finanzminister. FDP. Scheiße. FDP. Applaus 4:1. Nächste Frage.
Viele Betriebe in Deutschland suchen händeringend Auszubildende. 2021 konnten über 60.000 Ausbildungsplätze nicht mit jungen Menschen besetzt werden, was den Fachkräftemangel hierzulande noch verstärken wird. Wie lautet die Kurzform des Begriffs Auszubildender? Azubi. Materia Azubi, immer eine Millisekunde schneller. Stimmt. 5-1. Sehr guter Vorsprung. Frage 8. James Corden hat bekannt gegeben, dass im nächsten Jahr Schluss sein wird mit seiner US-Show The Late Late Show. Corden ist vor allem dadurch bekannt geworden, dass er zusammen mit Stars im Auto durch die Gegend fährt und mit ihnen singt. Wie heißt diese Rubrik? Ja, Martin überlegt noch, liegt wahrscheinlich auf der Zunge, aber riskiert eher nichts. Und Frederik scheint es gar nicht wirklich zu wissen. Dann schließe ich diese Frage. 5-4-3-2-1. Carpool-Karaoke heißt das. So. Frage 9. Boris Becker muss für 2,5 Jahre ins Gefängnis. Mit der Urteilsverkündung fand der Prozess gestern bis zu einer möglichen Berufung ein Ende. In welcher Stadt wurde das Gerichtsverfahren... London. In London, richtig. 5-2. 10. Frage. Frederik muss weiter rankommen. Gerhard Schröder macht sich weiter unbeliebt. Weil der Ex-Kanzler sich partout nicht von seinem Freund Putin distanzieren möchte, legen ihm die Genossen einen Parteiaustritt nahe. Unter anderem die amtierende SPD-Co-Vorsitzende. Wie heißt die? SPD-Co-Vorsitzende. Es wird noch überlegt. Materia, Martin. Ich muss Materia ja sowieso was machen. Ne? Ja, ja. Schön. Also, ich sag mal Lisa Paus. Ist falsch, wa? Ja. Saskia Esken. Esken ist es gewesen. Damit Punkt für Materia. Und ich glaube, Materia, es sind noch 4. Hat er gewonnen? Und 3 Fragen. Da kannst, was? Hat er gewonnen oder nicht? Ja, ja, da kannst du nichts mehr machen. Und somit geht dieses Spiel an Martin, an Materia. Ganz, ganz wichtig. Ah ja, scheiße, ist das schon wieder vorbei. Danke, ach so, ja, danke. Vielen Dank, danke, danke. So, danke schön, Corinna. Bis später. Also, wichtige, sehr, sehr wichtige 9 Punkte für Martin, für Materia. Es steht jetzt in Anführungszeichen nur noch 28-7.